Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Dr. Jekyll and Dr. Hyde, whatever, ich habe keine Ahnung. Ich muss auch sagen, ich bin heute schon ziemlich durch, war ein anstrengender Tag, aber ich zocke natürlich trotzdem nur für euch. Nicht zu meinem Vergnügen, nein, nicht zu meinem Vergnügen. Nur für euch alle NES-Games dieser Welt. Ja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wie gesagt, bin heute schon ziemlich erledigt. Also sorry, wenn heute die Witze vielleicht ein bisschen flacher ausfallen als sonst. Könnte passieren. Was noch flacher, wenn jetzt einige sagen? Egal. Okay. Ich weiß nicht, ist das eine Filmumsetzung oder nicht? Haut es mir mal in die Kommentare. Ich habe jetzt nicht nachgelesen. Das Cover finde ich echt grottig. Das ist echt furchtbar, das Cover. Was steht da drauf? Der Battle Psychowave. Whatever. Von Bandai. World Challenge. Gibt es auch noch. Oh Gott. Mal schauen, ich erwarte mir hier nicht viel, Leute. Okay, ich kann hier mal gehen. Ich kann mich ducken. Ich kann hüpfen. Bitte. Und einen Stock habe ich auch. Okay, warum kann ich den nicht mit dem Stock haben? Wenn ich den mit dem Stock habe, was passiert denn? Dann geht er weg. Ne, er sprengt mich. Wieso sprengt mich der Typ? Wenn ich einfach nur an ihm vorbeige, sprengt er mich auch? Ja, der sprengt mich immer. Okay. Der mag mich wohl nicht so sonderlich. Was ist mit ihr? Sie haut mich. Okay, eigentlich hauen mich alle. Gut. Dachte, ich habe irgendeinen Freund auf dieser Welt auch. Keine Freunde auf dieser Welt. Gut, ich kann mich nicht wehren. Ich kann eigentlich nur drüber hüpfen. Da ist schon wieder er mit dem. Ist einfach. Kann ich ins Haus reingehen vielleicht? Ja. Na Leute, was, ich kann reingehen. Komm wieder raus. Okay. Ich gehe rein ins Haus. Ich kann nicht unendlich im Haus sein. Ah, ich kann nicht unendlich lang im Haus sein. Okay. Und da bin ich schon mal tot. Okay. Na, ich muss das Spiel ein bisschen kennenlernen. Was ist jetzt los? Hä? Was geht ab? Hä? Ich check's nicht. War das jetzt ein Bonus, du kannst auch noch Leben geben? Egal, ich probiere nochmal von vorne. Ganz von vorne. Das bringt nichts. Ich bin da in einer Villa. Scheint ein Typ mit gut Geld zu sein. Geh raus. Und da sind jetzt lauter Leute, die mir Böses wollen. Ah, der schießt mich mit der Steinschleuder ab. Der will mich bomben. Schau mal, dass ich möglichst weit nach rechts komme einfach. Jetzt mal so meine Strategie. Oh gut, der haut mich da nieder. Da kann ich drüber hüpfen. Da sprengt wieder alles hier. Also die Grafik finde ich eigentlich ganz fein. Also gegen die Grafik spricht er eigentlich so gar nichts. Ah, mich erwischt der blöde Junge. Rotzbengel. Ein Rotzer ist das. Ich sag's euch. Wieso? Ah. Okay, jetzt bin ich tot. Und bin da bei den Untoten anscheinend. Habe ich ein Bonus geben für Tote? Ich kann nur nach vorne laufen, okay? Und hauen. Und nach hinten kann ich gar nichts machen. Und da schießen alle auf mich. Aha. Und jetzt kommt der Blitz. Und ich habe Angst vor dem Blitz und flieg um. Oder er hat mich getroffen. Und jetzt bin ich Game Over. Was bringt mir dieses extra Game? Kann ich da vielleicht irgendwie wieder zurückkommen ins Leben oder eh nicht? Gut, Continue. Wo fange ich da an beim Continue? Eh von ganz vorne, super.
Ah, der erwischt mich instant. Am Anfang, die killen mich auch instant am Anfang. Dieser Stock bringt nämlich gar nichts. So. Die Dame kann ich auch nicht killen. Der schießt mich ab da, der will mich bomben, hüpfe ich drüber. So, muss aufpassen, da hinten kommt einer. Die Dame will mich wieder. Ach, drüber gehüpft über die Dame. Über den springe ich auch drüber. Ah, wie gesagt, das sind so riesen Hitbox. Das ist für eine riesen fette Hitbox, dass mich das immer noch trifft. Jetzt bin ich wieder im Dracula-Modus. Jetzt bin ich wieder ganz weg. Was, wieso? Auf was hinauf? Game Buffer, ja. Okay. Wie lange spiele ich denn schon? 5-6 Minuten? Gut. Ich fürchte, ich muss noch mindestens einmal ran. Weil ich sage, ich spiele immer mindestens 10 Minuten. Manche Spiele machen es einen schwer. Dr. Jekyll. Wo ist dieser andere Doktor eigentlich? Kann ich den Doktor wechseln mit Start vielleicht? Select? Nix. Na. Bringt nix. Ich bin ewig weit weg, Junge. Reset. Come on. Reset den Mist. Reset. Ich muss echt ewig weit weg sein von diesen blöden Bomben. Okay. Wusa. Immer dran denken, es ist zur Entspannung. Ich spiele zur Entspannung. Niemals vergessen. Es fühlt sich oft leider nicht so an. So, dann. Gut. Immer schön cool bleiben. Weit hüpfen, hüpfen, hüpfen. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Weit genug weg. Der blöden Bombe kommt die Frau. Muss ich drüber hüpfen. Frauen sind böse. Jungs sind böse. Alle sind die böse, ich sag's euch. Ich dachte, ich will näher rankommen an den da. Jetzt war ich eh so weit weg. Jetzt spawnt es sofort instant wieder. Wie weit muss ich denn da weggehen? Das ist doch alles ein Schwachsinn. Aber Hauptsache die blöde Spinne überlebt. Wer soll denn das glauben? Ich glaub's nicht. Hüpf! Was ist das für ein Bruch der Texturen? Das schaut ja furchtbar aus. Jetzt gehe ich da oben weiter. Jetzt gehe ich auf einmal eine Ebene höher. Hat nicht gut ausgesehen. Weil da ich raufspringen muss und da unten redet immer noch einer. Kommt der Katze, Hilfe, Katze, die ist sicher auch feindlich. Hier gibt es keine Freunde in dieser Welt hier. Sag's euch. Kann ich da vielleicht runterhüpfen irgendwie? Nein, ich komme da nicht mehr runter. Schnell weg von den Bomben, wer weiß, wie groß die Hitbox von dem Mist ist. Ah, dummer Hund. Geh weg. So ein Köter. Katze. Ja, Katze. Tschüss. Ist schon extrem einfallsloses Game, sorry. Das muss eigentlich ein Lizenztitel sein. So schlecht wie das ist. Das Beste in dem Game ist ja echt noch die Pixel-Grafik. Sound ist auch erträglich. Aber das Gameplay ist einfach Mist. Ist einfach Mist. Ja, die Pixel-Grafik ist eigentlich noch das Beste in dem Ganzen.
Kann ich da eigentlich irgendwie reingehen da? Nein. Warum sprengt es da unten die ganze Zeit irgendwas? Das beeinflusst mich ja überhaupt null, oder? Jetzt gehe ich da wieder runter. Schade. Da oben hat es mir besser gefallen. So. So kann ich da raufgehen wieder. Hopp. Ist da nicht rauf? Wieso? Ich kann vorhin rauf und da nicht rauf. Das ist inkonsistent, Leute. Ich mag keine Inkonsistenzen spielen. Kann ich da jetzt reingehen oder was? Ist das Level 1 complete oder was? Wie am Friedhof. Geht das gleich wieder weiter. Ich will mich wieder sprengen. Der Vogel haut Kacke. Der Vogel kackt auf mich runter. Verdammt. Du hast gesehen, der Vogel kackt auf mich runter. So, jetzt mal schauen, will ich das Endgame noch, da? Die Steuerung fühlt sich so richtig schlecht an. Die ist richtig schlecht, fühlt sich da in dieser Sequenz fühlt sich so richtig schlecht an. Bäh. Pfui-Texel. So schlecht fühlt sich an. Boah, das war ein Reinfall, Leute. Na, ich lasse das. Das Lustigste an den ganzen Mal doch die Vögel, die runterkacken. Wie oft wird man schon von Vögeln angekackt in Videogames? Die Antwort ist öfter, als man glaubt. Gut, ja, ich sag, das war's mal. Ah, da gibt's noch einen kleinen Vorspann. Schauen wir uns den noch an. Ah, der zeigt ihn nach oben. Man sollte den Mist da oben lesen. Okay. Danke für den Hinweis. Oder auch nicht. Ja, Leute, das war ein schlechtes Spiel. Und wenn ihr was Besseres sehen wollt, dann schaut mal da drüben nach. Ich habe auch bessere Games gezockt. Aber auch das muss sein, wenn man alle Games dieser Welt zocken will. Also alle NES-Games. Ja, da unten abonnieren bitte. Da bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Game zum Schauen. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt, dann freue ich mich ganz furchtbar. Ciao, Leute. Danke.